Politik segnen in dem, was sie macht? Fragezeichen. Okay, lass uns erstmal definieren, wie wir segnen verstehen. Unter segnen verstehe ich, durch Gebet wollen wir erreichen, dass die Hand Gottes auf eine bestimmte Person oder Familie oder wie auch immer kommt. Ja? Und wir haben den Auftrag, für die Regierenden zu beten. Ja? Das bedeutet nicht, dass wir blind sind, dass wir unseren Verstand abschalten, dass wir einfach irgendwie nur stur Ja sagen zu allem, was die da tun. Hallo, wir sind ja nicht dumm. Wir sehen ja, was für verrückte und kontraproduktive und irrationale und wirklich absurde Entscheidungen getroffen werden. Da ist ja ein Shift passiert seit Corona und auf einmal ist Irrsinn normal geworden. Ja, vorher gab es noch irgendwie gesunden Menschenverstand. Heute sagt man, können die noch bis zwei zählen? Ja, ich meine, das sind hirnrissige Entscheidungen, wo jeder Betriebsberater sagen würde, hallo, das dürfte auf keinen Fall tun. Da werden so dumme Entscheidungen getroffen, dass man fast versucht wird zu denken, die machen das vorsätzlich. Weil das sind doch Studierte oder wenigstens irgendwie gebildete Leute oder so. Ja? Aber da werden Entscheidungen getroffen, die einfach absurd sind. Ich muss ja nicht ins Detail gehen, das lest ja auch die Nachrichten und ich hoffe, ihr lest Nachrichten in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und dann merkt er, ja, hallo, was geht denn hier ab? Ja? Und wenn wir jetzt segnen, und ich segne, sage ich mal ganz ehrlich, wir sind ja hier unter uns, ich habe viel gesegnet, den Herrn Lauterbach. Aber wenn ich ihn segne, sage ich, die Hand Gottes soll kommen. Und in Jesu Namen verbiete ich diesen Geist der Angst, dass er sich weiter durch diesen Mann ausbreitet. Ich verbiete das in Jesu Namen, weil es nicht das Wesen Gottes ist, durch Angst und Einschüchterung zu regieren. Ja, und wenn er etwas tut, was nicht dem Wesen Gottes entspricht, dann gehe ich dazwischen und ich segne ihn, dass er verstummt, dass er möglichst bald aus dem Amt entfernt wird. Dieser Mann ist nicht zurechnungsfähig. Der sagt heute dies, morgen sagt er das Gegenteil. Und bis vor wenigen Monaten war es so, dass da niemand in den Mainstream-Medien ihm widersprochen hat. Der ging mit all seinen Lügen und Prophezeiungen und falschen Prognosen voll durch und niemand hat ihn zur Rechenschaft gestellt. Ja, da haben sie das gesagt und 6 Wochen später sagen sie das Gegenteil. Ja, wie denn jetzt bitte? Das hat sich jetzt geändert. Jetzt gibt es sogar in den Mainstream-Medien Widerstand. Der könnte noch ein bisschen heftiger ausfallen, aber immerhin, ja. Aber wir haben Verantwortung. Wir haben Verantwortung für das Land. Und die Politiker zu segnen heißt nicht, Herr, lass sie mit noch viel mehr Power das machen, was sie jetzt machen. Das ist nicht Segnen für mich. Ja? Sondern die Hand Gottes soll kommen, die Ordnung Gottes soll kommen. Ja? Und ich denke, das hat auch was mit dem ganzen moralischen Verfall unserer Gesellschaft zu tun. Jemand hat mal gesagt, ein Land bekommt die Regenten, die es verdient. Ja? Und da sieht es wirklich schlimm aus mit unserem Land. Ja? Und wir beten, und Österreich ist nicht ganz anders oder viel anders. Wir beten für die Politiker und wir sagen, Wille Gottes geschehe. Was ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist, dass Werte wie Familie gefördert werden, geschützt werden. Ja, sie tun genau das Gegenteil. Sie demontieren systematisch seit Jahrzehnten und besonders mit viel Vollgas in den letzten Jahren. Sie demontieren Familie und das geht immer weiter. Und jetzt ist man in Amerika so weit, also wenn jetzt Teenager ihr Geschlecht wechseln wollen und die Eltern sind dagegen, dann werden die Kinder sozusagen von den Eltern weggenommen oder die Eltern verlieren das Elternrecht. Und dann darf ein 13-Jähriger entscheiden, ob er jetzt irgendwie sein Geschlecht ändern will oder nicht. Es ist Irrsinn, was da passiert. Einfach nur Irrsinn. Ja? Und wir haben Verantwortung. Und es geht um den Segen Gottes. Und wir können nicht zusehen, wie segensreiche Ordnungen, die Gott geschenkt hat, um eben Segen zu bringen, wie Ehe zum Beispiel, ja? Einfach demontiert werden. Das können wir nicht. Ja? Also wir müssen beten und wir beten, Wille Gottes geschehe. Und in diesem Sinne verstehe ich, wenn ich jetzt für Leute bete und sie segne. Ja? Und ich bete auch, dass Lügen offenbar werden. Ja? Und ich bete auch, dass geheime Machenschaften offenbar werden.
Ja? Und ich bete auch, dass diese Dinge, die im Verborgenen geschehen, ich weiß nicht, ob ihr noch vor Augen habt, diesen ganzen Dutroux-Skandal in Belgien, der dann unter den Teppich gekehrt wurde. Warum? Weil hochrangige Politiker da alle mit involviert waren. Und dasselbe haben wir jetzt wieder gesehen mit dem Epstein. Ja? Wieso hat die Ghislaine da nicht ausgepackt auf den Prozess? Weil die entweder gekauft wurde oder unter Druck gesetzt wurde oder irgendwas. Wenn die ausgepackt hätte, wer da alles in welchem Maße, Clinton, Prinz Andrew, Bill Gates, wer da alles involviert war in diesem organisierten sexuellen Missbrauch und Ausbeutung von jungen Frauen. Das wäre ein Riesenskandal geworden. Ja? Aber da wird sie einfach nur verurteilt. Und niemand fragt danach, niemand schaut in diese Dinge rein, wie kommt sowas? Ja? Für mich ist auch sehr zweifelhaft, dass dieser Mann da Selbstmord gemacht hat und ein anderer, seine Komplize, hat jetzt auch auf selbe Art und Weise im Gefängnis plötzlich irgendwie das Leben verloren. Also mir kommt das alles sehr spanisch vor. Ja? Okay, das ist nur meine Vermutung. Aber jedenfalls, das ist, was ich bete für die Regierenden, dass geheime Machenschaften ans Licht kommen. Ja? Und ich verfolge ein bisschen die Nachrichten. Ich bin empört, sowas zu lesen jetzt, dass diese Leute, die da sich bereichert haben, in Millionenhöhe an den Maskendeals, Politiker, ja, denen ist nichts vorzuwerfen. Das ist alles ganz normal und ist ein normales Geschäft. Die haben einen Geschäftskontakt vermittelt und dafür eine Provision von ein paar Millionen gekriegt und haben ihr Insiderwissen benutzt, um sich persönlich zu bereichern. Das ist ein Skandal. Also es fehlt nicht mehr viel, wir sind eine Bananenrepublik. Ja? Und viele, viele andere Dinge auch. Also wir beten für Gerechtigkeit. Ja? Gott ist für Wahrheit und für Gerechtigkeit und dafür stehen wir. Und wir sollen nicht nur beten, sondern auch unsere Stimme erheben. Ja? Da, wo wir die Möglichkeit haben und wo wir Einfluss haben. Also so verstehe ich die Politiker zu segnen. Nicht Ja sagen, Herr, gib mir noch mehr Power, um noch mehr Blödsinn zu machen. Nein. Gerechtigkeit. Gott hat klare Vorstellungen, was er von Regierenden erwartet. In Sprüchen gibt es da sehr markante Aussagen.